wenn wir uns in dieses Evangelium hineinverdenken, dass Jesus alleine sein will, nachdem er die Todesnachricht über Johannes den Täufer gehört hat, dass er sich zurückziehen will, wie er das so oft getan hat, dass er offenbar beeindruckt ist von diesem Geschehen und ihm dennoch die Menschen keine Ruhe gönnen. Er hat Mitleid mit ihnen. Und er lässt sich auf sie ein. Erneut heilt er die Kranken. Aber dann kommen die Pragmatiker. Es gibt hier nichts zu essen. Total einsam. Kein Kiosk in der Nähe, kein Restaurant, nichts. Wie sollen die Leute sich ernähren hier? Schick sie weg. Entlass sie. Wir stehen heute in der Gefahr, dass in der Kirche diese pragmatische Sicht Oberhand gewinnt. Im Zweifelsfall schicken wir die Menschen weg, weil wir eines nicht mehr haben, was im Tagesgebet heute vom heiligen Alfons gesagt wurde. Das Heil der Menschen im Blick. Und Jesus holt diese Pragmatiker auf einen sehr realistischen Boden, indem er sagt, sie werden nicht weggeschickt. Gebt ihr ihnen zu essen. Ja, es ist wenig. 5 Brote, 2 Fische, ja, klingt nicht nach einer großen Sause. Aber wenn man das Wenige, das man hat, durch die Hand von Jesus gehen lässt und es von ihm zurückerhält, dann reicht es für alle. Das ist kein Trick oder wie man das versucht, dazu erklären, dass dann alle doch noch irgendwo in der Tasche gekramt haben und 2 Krümel rausgezogen haben und das haben sie dann irgendwie geteilt und hat es für alle gereicht. Das erzählt die Geschichte gerade nicht, obwohl das in manchen Bibelkommentaren steht. Es erzählt diese Geschichte gerade nicht. Wie sollte ein Überfluss von so vielen Körben am Schluss zustande kommen? Von den paar Krümeln, die dann jeder teilt? Nein. Es erzählt davon, dass die pragmatischen Gesichtspunkte, wie wir bestimmte Dinge organisieren, nichts zu sagen haben. Es erzählt, dass das Wenige, das wir bei uns haben, das wir nur für uns haben wollen, nur für uns gedacht haben, dass wir genau das, und sei es noch so schäbig, dass wir genau das Jesus geben müssen, dass wir es in seine Hand legen müssen, um auch nicht das Großartige, sondern zunächst auch nur das Wenige, 5 Brote, 2 Fische, zurückzuempfangen und es weiterzugeben. Weil es durch die Hand von Jesus gegangen ist, ist es verwandelt, es ist verändert. Es ist eben nicht mehr das, was ich für mich haben will. Und sei es noch so schäbig. Ich gebe es ihm in die Hand, empfange es neu von ihm und fange an auszuteilen, im Blick auf das Heil der Menschen. Wie Alfons Maria von Liguri, der auch gelernt hat, nichts für sich zu haben und der auch gespürt hat, wie viele Nachteile das bringt, meistens wie so oft von den eigenen Leuten, von der eigenen gegründeten Gemeinschaft, die ihn am Ende noch ausgrenzt und ausschließt. Aber unbeirrt, das Heil der Menschen im Blick. Wie viel könnten wir von diesem Heiligen, der vom Evangelium ganz inspiriert war und natürlich immer, auch heute, vom Evangelium lernen, für hier und jetzt.